Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge No One Survived. Ich freue mich natürlich wie immer, dass ihr wieder dabei seid. Und ja, in der letzten Folge haben wir einen kleinen Abstecher mit dem Auto gemacht. Von ganz zu Hause bis nach ganz hier hinten. Haben den Händler kennengelernt. War ein langweiliger Händler. Okay, wir haben ein Schaf gekauft. Und jetzt sind wir absolutes in so einem krassen Militärlager, wo es allerhand komisches Zeugs gibt. Ich suche ja immer noch Stahlspitzhacken, aber ich glaube nicht, dass ich die finde. Ich glaube, die muss ich wirklich lernen. Aber ja, mal gucken. Vielleicht finden wir ja doch noch irgendwas Stahliges. Eisen, Brecheisen, Hammer, Eisen, Axt, 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 Eisen, Hammer, Axt. So, gut. Werkzeug gibt es auf jeden Fall hier genug. Kohle auch. Und ich bin zu schwer. Ich bin leider zu schwer, weil ich so viel Bärenfleisch dabei habe. Wir durften ja Kontakt mit einem Bär aufnehmen in der letzten Folge. Und auch mit vielen Zombies. Bei den anderen schon. Oh! Nein! So, hau ab. Der macht ganz schön Aua, der Penner. Einfach Feuer frei. Hab ich nicht gesehen. Er unterbricht mein Nachladen. Jetzt schießt die Scheiße. Meine schöne Munition. Aua. Boah, ist das ein ätzendes Vieh. Und man findet nicht mehr nützliche Gegenstände. Boah, ich hoffe, da sind nicht noch mehr. Ich weiß nicht, ob ich blute. Ich nehme einfach mal einen Verband. Der Damage hält sich in Grenzen, tatsächlich. So stark ist der nicht, aber der nervt. Der braucht ultra viele Schuss. Boah, hoffentlich war das auch der einzige. Brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Brauche ich? Okay, auf jeden Fall das ist der einzige von den Halunken. Ich müsste echt nur das Nötigste mit. Ein bisschen kam er gar nicht. Spitzhacke. Das ist aber nicht die, er will eine Stahlspitzhacke für dieses Lernding haben. Komm ich erstmal durch die Zelte durch. Schrocken. Muss es gerade so einer sein? Alles kann hier rumrennen, aber warum gerade so einer? Frames! Ist doch gar nichts, dass die Frames so im Keller gehen können. Ich brauche die. Und das nehme ich auch noch mit. Habe ich? Den habe ich schon gebaut. Solaranlage! Die Solaranlage! Baby! Das hat uns gefehlt! Geil! Wenn es auf Frames kommt, noch besser. Für ein glattes, ordentliches Gameplay. Ich weiß nicht, was hier so geladen werden muss. Vielleicht ist das ein sehr großes Gelände. Werden wir auf jeden Fall gleich verlassen, weil ich mir hier nicht. Traue mich hier nicht mehr. Solaranlage. Die soll. Ja, die bringt uns im Winter bestimmt nicht viel. Braucht noch? Haben wir alles safe? Nur elektronische Bauteile. Das können wir zu Hause gleich auf jeden Fall lernen und bauen. Wieder Frames. Hab ich? Tolle Sachen findet man hier. Ganz tolle Sachen, ohne Witz.
Weiß nicht, warum ich mal Kohle mitnehme. Keine Ahnung. Landwirtschaft. Eisen, Eisen. Eisen, Spitzhacke. Ist aber nicht auch Stahl. Lächerliches Eisen. Was müssen wir denn erreichen? Falscher Knopf. Was müssen wir denn erreichen, um die Stahlspitzhacke bauen zu dürfen? Also das war der Tree hier. Der. Also wir müssen erstmal einen Eisenbarren investieren. In den Dolch. Dann in der Axt. Nein, nein, das ist falsch. Das ist hier der richtige Baum. Wir müssten einen Stahlbarren investieren. Warum darf ich da noch nicht drauf drücken? Das hat nicht tut gar nichts. Ah, Waffenherstellung. Wartet mal. Dürfte bei uns ganz schlecht aussehen mit der Waffenherstellung. Da muss ich sehr viel lesen. Oder Äxte herstellen, etc. Busches Zelt sieht auf jeden Fall gemütlich aus. Da ist ja so viel drin, da muss er erstmal einen Überblick haben. Stöcke wurden gelagert, militärisch. Ist bestimmt voll der Magic Spot hier. Aber alles Eisen, 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 Eisen. Bringt hier nichts, ne? Ne? Ich auch durchsuchen? Was ist denn das? Ach, da ist eine Kiste unten drunter versteckt. Naja, hätte ja was Cooles sein können. Das ist ja noch ein Gebäude. Aber ich habe jetzt echt Angst vor dem Krabbelarsch-Zombie. Hier gibt es noch viel mehr. Boah, ist hier viel. Oh, hier waren wir schon dran. Das Gebäude. Hier waren wir auch schon. Eine Schießbahn. Solaranlage, ich kann es gar nicht glauben, ich habe sie gefunden, diese scheiß Solaranlage. Strom für umsonst, Leute. Strom für umsonst, ohne Feuer zu entfachen. Die Sonne scheint auch im Winter, also scheißegal. Hab ich irgendwas für Naschen dabei, außer rohes Fleisch? Nee, ne? Ja, du hast keine Power, ich weiß. Stell dich so an, du Pussy. Das Ding ist einfach wirklich nur ein Bunker, wa? Na doch, hat ein Tor, aber da kommt man nicht rein. Übungsplatz. Oh, das kenne ich alles noch. Ich war ja selber Soldat. War nicht so meine Lieblingsstelle. Hör mal auf zu rennen. Also, wir haben jetzt schon mehr gefunden, als ich eigentlich erwartet habe. Vor allem die Solaranlage. Und gehe davon aus, dass wir dieses Stahlzeug selber bauen müssen. Aus Stahlbarren. Aber ey, ich habe noch gar nicht gelernt, wie man den Stahlbarren herstellt. Das ist das Problem. Ohne Stahlbarrenherstellung muss ich die immer finden. Na, dafür müssen wir diesen Ofen haben. Einen Bauplan für den Schmelzofen habe ich, glaube ich, noch nicht. Aber ich glaube, den überhaupt, wofür der auch immer gut sein wird. Ich darf auf jeden Fall schon mal eine Dusche bauen. Yeah! Der Boden braucht dieses blöde Bohrwerkzeug. Haben wir schon drin? Da ist nur ein Haus. Wie haben wir? Ach, wir sind erst in 10 Minuten. Rucksäcke und schöner militärischer. Naja, was suche ich da? Boah, ich auch. Mehrere Häuser noch, aber wie gesagt, ich habe Angst vor diesem Krabbelarsch. Ich glaube, dass er im Dunkeln noch schlimmer ist. Schön die Äuglein aufhalten.
Zombies sind drin. Ach, triff nicht. Ist ganz schön was los, so. Die Schildjägerin, die ist auch immer überall. Na. Gib mir deinen Stoff. Es ist sehr leise hier. Natürlich sehr viel Militärkram. Verlangt es eigentlich eher nach Hause, muss ich zugeben. Aber hier sind so viele Sachen zum Finden. Mir fehlt auch Energie. Ja, hier muss man echt Bubu machen. Und dabei hat er so ein schönes neues Bett. Eine Patrone genommen? Ach ne, der hat den nur gesteckt. Mann, das ist aber echt mangelhaft hier, der Loot. Soldaten hatten nicht viel in ihren Spinden. Sagen wir mal so. Dich aus hier mit Computer und so. Spinde, 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 alles nichts zu looten. Da war einer war zu looten. Da unten gibt es scheinbar einen Keller. Was? Energie. Und ein Buff. Halt. Ach, gibt ja gar keine Energie. Kohlenhydrate, das fehlt mir ja nicht. Boost. Das Futterlager vom Militär ist gut ausgestattet. Wow. MP7. Sogar erst mit Originalbezeichnung. Ein Stahlhammer. Also man findet Stahlwerkzeuge, das bedeutet schon mal was. Wird gleich zu schwer. Stahl ist nicht leicht. Oh, es geht. Ist das Ding nur Stahl? Stahldolch. Eigentlich wartet mal. Eigentlich ein völliger Blödsinn. Doch drei. Gar nichts. Ich verarsche. Zweihandstahl.
Wieder fällt das auf den Boden, weil ich kein Gewicht mehr tragen kann, obwohl ich kann noch tragen. Aussehen bekommt man gar nichts. Aber hier sind Stahlwerkzeuge drin, das ist echt interessant. Aber dieser komische Ding da will Bo Stahlbohrer haben, warum auch immer. Stahlspitzhacken. AK habe ich hier auch eine Tesch. Schöne Waffen auf jeden Fall. Aber da wäre Stahlhacke. Man findet sie ja doch. Auch aber zwei. Mein Gewicht. Schade. Haben wir alles durch hier, ne? Na, macht nix. Oh, das war safe. Was ist hier drin? So versteckt. Essen. Wenn ich so einbrechen muss. Körperliche Stärke gibt wieder Gatte, das ist gut. Wir buffen uns einfach nochmal. Das ist hier nur Futter. Das sieht mich jetzt gerade eher nicht. Das glaube ich, das ist aber Raum, ne? Überraschung, aber es sind nur noch Spinde. Kaffee? Kaffee. Das war jetzt spannend. Ah, geil, noch mehr Spinde. Warum ist immer Nacht, ey? Warum haben die alle Werkzeuge hier drin, die Soldaten? Müssen die alle nur arbeiten, die armen Schweine? Wir zerlegen jetzt nicht alles. Gewicht. Gewicht ist das Problem. Stahlhammer. Noch eine Stahlhacke, da ist er. Fackeli, fuck. Ich fress viel zu viel. Wir haben zwei Stahlspitzhacken. Das ist das, was wir brauchen. Jetzt sind wir super langsam. Das ist wieder normal. Ich hätte gerne eine für mich persönlich behalten, ehrlich gesagt. Aber ich kann, habe nur zwei Händerplätze frei. Ich weiß, ist das Messer? Nee. Die Axt. Tauschen wir auch gegen eine Stahlachse aus. Ich würde wirklich gerne eine für mich selber haben. Aber wir haben echt viel Gewicht dabei. Gewicht 10. Batterie, es tut mir so leid. Ich werde jetzt fahre ich nach Hause. Wir haben wirklich, wirklich mehr geschafft, als ich erwartet habe. Irgendwas ist da unten noch. Ich werde doch keine Keller. Ah, fuck. So schlecht. Auch kein Gewicht mehr frei. Darf doch nichts mehr finden. Das Müll. Also was ist das Müll? Geile Zeugs.
Schon geil, dass man Sachen so durchsuchen kann und immer so interessante Sachen findet, ne? Waffenöl passt aber noch. Gut. Dann verpiss ich mich. Biep, biep, biep. Er hat eine Waffe dabei. Verfolgt ihn. Ab nach Hause. Aber sowas von. Und ich habe eine Schnallspitzhacke für mich selber und eine Schnallaxt. Ist das überhaupt der Ausgang? Da hinten. Hab ich noch Buffut? Also bis ich mir eine bauen darf, eine Stahlspitzhacke, dauert das noch hunderte von Jahre. Okay, mal gucken, ob wir da rüber hüpfen. Ne, brauche ich nicht rüber hüpfen. Danke, Entwickler. So, bis er mein Auto auch in Ruhe gelassen, weil sicherheitshalber packe ich draußen jetzt. Das ist immer so die Erfahrung, die man gemacht hat. Fährt nicht gerne durchs Gelände, der Geländewagen. Aber Reparaturtools sind ja für uns kein Problem mehr. Alter, ich weiß nicht, wie viel Kaffee ich schon getrunken habe heute. Das ist überhaupt nicht gesund. Er baggert sich hoch. Pilze! Ja, das ist ja Bombe. Irgendwann kommt auch wieder die Straße. Weil es nicht durchs Gelände ist, mir zu gefährlich. Die Kamha. Also Kamha kommt noch nicht so wirklich rüber hier, ne? Wow. Das ist die Straße. Das ist die Straße hier. Gut, dann sehen wir uns gleich zu Hause. Guck mal kurz, ob ich richtig fahre. Wow, ja, ich fahre richtig. Bis gleich zu Hause. Okay, es gibt eine Sache, die nicht gut ist. Die Autos können umkippen. Ohohoho. Entwickler, ich liebe dich. Entwickler, ich liebe dich. Hoffentlich ist das aber auch nicht komplett zurückgesetzt dann. Nö, alles gut. Auf geht's, weiter nach Hause. Boah, ich hab mich erschrocken jetzt. So, noch wenige Meter bis nach Hause. Die Zombies werden immer ganz wild beim Vorbeifahren. Ich würde gerne mal überfahren, aber ich muss den Zustand des Fahrzeugs ja nicht ruinieren. So, da sind wir ja. Boah, das war eine lange Fahrt. So, kurzer Stopp. Wir haben ein, zwei Spitzhacken. Wir haben Stahlbarren. Wir haben Fleisch. Wir haben Kohle. Wir können uns Essen machen. In mein niegelnagelneuen Kamin. 6000 Stunden Brenndauer, Minuten, Sekunden. Mein erstes Bärenfleisch, meine Lieben. Mein erstes Bärenfleisch. Aber wir brauchen den Kühlschrank. Wir brauchen den verfluchten Kühlschrank. Den habe ich noch gar nicht gesehen. Skilltree. Ich sag mal Skilltree. Ihr wisst, dass ich Skillbaum meine. Okay, hat er doch aufgenommen. Also hier eine Bude, jetzt kuschelig warm. Konsumiere ein Bärensteak. Das haben wir uns verdient mit 1000 Schuss. Yam, yam. Oh, Kamin, ist das geil. Wenn sowas in Scum, warum machen die sowas in Scum nicht? Habe ich doch eine Batterie rum. Ja, die habe ich nämlich rumgeschleppt. Mich ja entfernt. Da oben ist es der Bauplan für die Solaranlage. Im Bauplan für die Solaranlage. Da brauchen wir nur noch drei elektrische Teile und dann können wir die bauen. Die Solarlage. Willst du hier auf dem Dach bauen? Und umherum dann das Haus. Also der Rest. Ich weiß nur nicht, ob das für alles so funktioniert. Ich habe ein bisschen Angst, dass das nah nebeneinander gebaut werden muss. Hallo? Elektrische Teile. Nope. Ich habe, glaube ich, habe da irgendwo eins im Auto, glaube ich. Ich hab's weggeworfen. Ich habe keinen Bock, jetzt dafür was zu bauen. Da sind nur Bücher drin. Keine Bücher drin, blödsinn. Hier ist die Solaranlage drin. Wow.
2. Mach mich nicht fertig, Alter. Mach mich nicht fertig. 3. Das kann doch nicht dein Ernst sein, Spiel. Ich habe genau das, was ich brauche. Gelernt. Ich hab's gelernt. Ich freue mich da so mega drüber. Ich weiß gar nicht warum. Es ist doch nur ein Spiel. Was brauchen wir hier? Einen Stahlbarren? Aber da fehlt mir noch Waffenherstellung Stufe 3. Das ist echt hart. Da muss ich echt lesen, 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 lesen. Warum wird das denn so schnell schlecht, die Scheiße? Gut, was wollte ich denn eigentlich mit diesen zwei... Achso, ich wollte das Ding bauen, ne? Hier diesen... Dieses Bohrwerkzeug. Kostet 10 empfindliche Teile und zweimal Spitzhacke Stahl. Ah, empfindliche Teile. 10 Stück werde ich nicht finden. 9. Oh. Spiel, hast du mich? Schrottkiste. 9. Hier habe ich das letzte Mal rausgenommen. Er lenkt mich doch. Was kosten die denn? Was? Kupferbarren nur? Habe ich da alles hier drin? Ist das gut? Mach mir ein Teil. Das ist doch alles weiß. 7 Eisenbarren steht da einer. Und da kann ich nicht lesen, wie viel Aluminium. Eisenbarren ist es aber auch nicht so wenig, was wir haben, ne? Ja, muss ich wieder ein bisschen im Auto kratzen. Spring, kleiner Mann! Da habe ich die Eisenbarren nicht. Habe ich die weggeworfen? Nein, wir haben ja Stahlbarren gesammelt, wie doof. Das war ja das Problem. Kohle, Kohle, Kohle. Kabel. Spitzhacke und Alt. Und ganz viel Sprit und Motoren. Und Tiegel? Schau mal, was war da für eine Blaupause drin? Und den Kühlschrank. Ich denn das Eis. Da ist kein Holz drin. Ach guck mal, hat da nochmal 7 Teile gehabt. Mach mir die fertig, ich hab keinen Bock. Ach, warte mal, wir müssen mal vielleicht in diesen Schmelzofen reingucken. Das wäre vielleicht mal eine Idee. Tim. So, schon die dritte Folge, die ich in Folge aufnehme, weil ich komme nicht weg. Ich komme heute nicht weg vom Spiel. Macht mich einfach gerade so süchtig. Da haben wir kein Eisen drin, ne? Tatsächlich nicht. Ich habe nur so Eisenklümpchen 2. Das könnte jetzt natürlich ein Problem werden. Genau das ist, was ich will. Genau das will ich. Eisenbarren. Er sagt nicht genug. Weil ein empfindliches Teil fehlt. Ob ich das denn jetzt... Ich bin aber auch doof. Ich wollte jetzt ein empfindliches Teil herstellen. Das habe ich doch unten. Und sag auch noch, ich habe genug da. Aua. Mach mich einmal sauber, wenn wir schon mal unten sind. Sorry, Leute. Also das ist mein Fail. Alles ist mein Fail. Wir haben ja ganz schön gelitten, ey. Bärenkampf. Alles. Was wir alles schon erlebt haben hier. Blitzeblank, der junge Mann. Was man nicht im Kopf hat, hat man in den Beinen, in den digitalen. Oh oh.
Bin aber auch ein Dullemann, ehrlich. Dauert 250 Sekunden. Hoffe, ich habe genug Saft. Oh, eine schon randvoll. Was das Ding geht ab wie Schmitz' Katze, ne? Für. Machen uns die schon mal voll. Ja, haben wir sie voll. Kann ich leider nicht mitnehmen. So, so am besten so mitnehmen und da unten hinstellen. Die Solaranlage selber kostet wahrscheinlich einen riesen Haufen Geld. Also Ingame-Sachen. In 15 Eisenbarren, 15 empfindliche Teile, 10 Kabel, 10 Kupferbarren, dreimal Werkzeugkasten. Der Beginn damit. Also ich wollte ein so eine Foundation, nenne ich es mal, oben auf dem Dach dann dafür nutzen. Dann kriegt die halt eine Supportleiter oder Treppe oder was auch immer. Nach da oben hin. Ein Gerüst will ich nicht bauen, das finde ich doof. Wo waren Leitern? Bin ich dumm? Hohe Treppe. Zement? Scheiße. Holzplanken. Sag mich so, wie ich mir das wünsche. Jetzt hier die Foundation, ne? Vielleicht als das. Hallo? Snapping? Es ist Snap nicht. Hab ich G gedrückt? Aber ich kann es doch nicht raten. Ich weiß nicht, ob es das dann zählt, ja? Und Snap, da hat es gesnappt. Da auch. Steine. 20 fucking Steine. Warum habe ich denn so viel Material? Entschuldigung, zwei Steine. Die sterben nicht, keine Angst. Die leben scheinbar ewig in diesen Teilen. Hab vergessen. Nein, das wir trinken. Habe Merken drin sind, wo ist hier drin? Steine soll das lang? Faulheit siegt. Wir haben jetzt eine Spitzhacke aus Stahl, ne? Man braucht man nicht groß bremsen. Eine Spitzhacke aus Stahl. Mal gucken, wie schnell die abgeht. Das ist das erste Mal, dass ich Stahlwerkzeuge benutze. Drei Schläge. Würde tatsächlich noch was fehlen. Jetzt bin ich aber nicht so faul, da fahre ich nicht mit dem Auto hoch. Die hält natürlich auch wesentlich länger, ne? Aus Stahl. Auch eine Stahlaxt jetzt. Nicht mal selber hergestellt. Fauler Tim. Mein Kaffee. Nur ganz rappelig, ey. Folge von gestern ist schon bei 52%. Oh, ich danke Vodafone, dass du das im Griff gekriegt hast.
Ob das was bringt, wenn man bei Vodafone anruft und sich bedankt? Was soll ich machen? Achso. Andere Seite? Die Seite war mir ja ziemlich egal. Ist ja nur eine Foundation. 5. Aber diese lange, lange Treppe da. Nee, ne? Braucht ihr echt 2 Foundations? Oh. Ich hasse das Spiel. Nein. Und welche? Warum ist Steine so doof? Steine suchen macht keinen Spaß. Oh oh. Ich weiß nicht, wann der letzte Speicherpunkt war. Bitte, bitte. Bitte nicht. Nicht so vorteilhaft. Hier sind wir jetzt. Hier hat der letzte Speicherpunkt stattgefunden. Heißt aber, wir können auf dem Weg schon mal Steine suchen. Scheiße, ey, das mit den Abstürzen. Ich weiß nicht, warum ich das habe. Ohne Witz. Naja, dann nutzen wir nochmal unsere stahlende Spitzhacke. Brauchen wir ein paar Steine nieder, ne? Wir brauchen 2 Foundations, das haben wir gerade gelernt. Aber ich glaube, ich habe... Das ganze Zeug ist noch in der Tasche jetzt. Dementsprechend noch nicht die Solaranlage gelernt, oder? Habe ich das hier schon gelernt? Wie ist es denn? Alles gut? Die haben wir wieder gelernt. Mehr war es ja nicht, ne? Mann. Mach mir das Spiel das so schwer. Okay, wir sehen uns gleich zu Hause. So, irgendwie habe ich einen Flashback gerade. Aber dann können wir nochmal umplanen. So, Steine habe ich gesammelt unterwegs. Das sollte nicht das Problem sein. Ich mache jetzt aber eine Sache, damit das nicht nochmal schief geht. Sorry dafür. Muss irgendwo an mir liegen. Bei den meisten oder bei allen läuft das Spiel eigentlich tadellos. Nur bei mir irgendwie nicht. Vielleicht liegt es an der Aufnahme. Das kann natürlich das Problem sein. Ne? 5. Man nimmt natürlich Steinfoundations, weil sie da halt dran passen, ne? War das nicht gerade woanders? Keine Angst. Im Kofferraum habe ich einen Stein. Genug. Ach, das ist der doofe Hammer. Vielleicht reicht das ja für diese komische Treppe. Zehn Plankenstöcker. Was kostet denn die Steintreppe? Wo ist denn die? Die war auch gerade da. Ziegel? Das ist ja eine Steinraufe. Das ist keine Treppe. Lange Treppe. Hm. Da will sie hin. Hm. So, also auch dahin. Ist, dass man hier nicht hochkommt, ne? Oder gibt es sowas wie eine Raufe? Ist das ja sowas wie... So eine Ministufe. Warum kostet die 10 Ziegel? Nee, das hat was mit Dächern zu tun. Das ist mal blöd, da muss ich immer raufhüpfen. Ich will aber nicht immer raufhüpfen. Zementtreppe, oh. Kleiderschrank. So eine coolen Sachen gibt es. Und die Regale, die mir ständig empfohlen werden, die ich nie baue, aber das wird sich da ändern. In der neuen Bude. Ja. Ein Problem. Auch noch am Eingang. Da hätte ich dann echt anders gedacht, ne? Achso, die müssen wir noch bauen. Scheiße, stimmt ja. Da war ja noch was. Stöcker waren da auch bei, glaube ich, ne? Die war locker hin. 6.
zu Baby. Ein Schlag. Ich kann nicht haben, so viele. Also, puh, das macht schon was aus. Stahl und Eisen, also ist schon ein gigantischer Unterschied. Und Planken. Nein. Ach so, ich habe noch die Stahlspitzhacken. Ich wollte ja doch noch was bauen. Ja, sorry. Die empfindlichen Teile. Oh, das habe ich jetzt gerade völlig vergessen. Dass wir das ja noch gar nicht gebaut haben. Meine Schuld. Naja, weil es halt dieser Absturz war, ne? Passiert, passiert ist nicht so schlimm. Verzeiht im Spiel, wenn man nicht ganz so weit zurückgeworfen wird. So, das ist unsere zweite Etage. Die kriegt von innen aber nochmal einen Eingang. Weil hier oben soll tatsächlich die jetzt frisch gelernte Solaranlage hin. Fünf. Weiß nicht, wie groß sie ist. Hier brauchen wir auch mehrere Passagen, weil oben soll eigentlich das Bett drin sein. Zack. Alter. Egal, wie die da stehen, das steht so. Hab schon irgendwas dafür? 10 Kabel, elektronische Teile, Eisenbarren, Kupferbarren, Werkzeugkasten. Puh, empfindliche Teile wären ein bisschen hart, ne? Da muss man wirklich auf Farming gehen. Nö, wirklich hart. Wird weich. Und der Bauplan vom Kühlschrank habe ich auch noch. Naja, sonst kann ich in mein Auto reinhüpfen, ist egal. Empfindliche Teile. Cool. Auf dem Dach so eine Solaranlage. Ich finde da nur noch 8. Müsste ja auch im Winter Energie herstellen, ne? Genial. Den Rest habe ich vergessen. Eisenteile habe ich nicht mehr viele. Ja, doch Eisen. Aber nicht genug. Und Eisenklümpchen habe ich, glaube ich, gar nicht mehr. Nimm immer alles mit. Na, und das Wichtigste nehme ich nie mit. Zwei Eisen. Auch mal drei Klümpchen. Ein Stein, noch ein Stein. Kohle. Dafür brauche ich ein Eisenerz. Du machst sowieso nichts. Ich habe kein Eisen mehr drin. Hier habe ich was drin. Maschinenpistolenschaft, den erkennt man kaum. Nochmal ein Ferkel. Kleiner Eber. Mutterschaf. Den könnten wir auch hier mal platzieren. Hier ist nämlich schon warm drin. Stimmt gar nicht, aber da sind sie gut aufgehoben erstmal. Und verbrauchen nicht mal ganzen Slots. Blöden Viecher. Vielleicht nur Eisen reingeworfen. Ja, ein Mittel. Ach, wir können ja zerlegen, wie die Bekloppen. Das vergesse ich immer, ne? Ich habe ja noch eine Eisenmachete. Da gibt es doch Eisenbarren. Da muss ich doch nicht danach suchen, ewig. Russen. Na, Bücherwürmer. Ein Eisenwerkzeug noch. Weil das ist ja dann eigentlich total lächerlich, ne? Eisendolch. Weiß nicht, ob man Waffenteile auserlegen kann. Nochmal die Teile. Gut, dann einmal das Messer in der Hand. Da ist lächerliches Eisen, nur. Habe ich ihn nicht gerade aufgenommen? Oder noch was aus Eisen?
Zerleg's hier einfach nur, du kriegst gar nichts dafür. Eisenbarren. Hä? Hatte ich nicht gerade einen Eisendolch in der Hand gehabt? Ach, den habe ich nicht eingesteckt. Ich bin aber auch ein Trottel manchmal, ne? Also muss ich schon echt zugeben. Da gibt es zwei Barren. Aber es fehlt einer. Kannst du was zerlegen? Ich will aber auch nicht meine Militärsachen zerlegen. Die kann man, glaube ich, auch gar nicht zerlegen. Die kann man nur flicken. Aber da fehlt mir natürlich komplett die Fähigkeit. Voll. Ernsthaft, ich habe nichts mehr. An Werkzeugen. Da wird ein einziges Scheißteil fehlen. Das habe ich natürlich. Ich habe doch noch eine. Ah, warte mal. Ich bin ja Messi. Ach, 15 will er auch haben. 15 Kackbarren. 10 Kupfer. Bauteile, elektronische sind kein Problem. Boah, coole Rolle. Bin doch Messi. Und hab doch meine Spitzhacke mitgenommen. Aber es wird mir trotzdem keine 15 Stück bringen. Zwei. Boah, hab ich das alles wieder durcheinander. Kabel, alles durcheinander. Du willst Eisenbarren haben. Elektronische Bauteile. Kupferbarren habe ich einige hergestellt. Werkzeugkisten. Sorry fürs Hin- und Herrennen. Also Ziel dieser Folge ist, dieses Ding fertig zu bekommen. Es fehlt ein Kupferbarren. Es fehlt ein scheiß Kupferbarren. Da kann doch nicht wahr sein. Kannst du Kupfer schmelzen, oder? Mach den Kupferbarren. Hab doch Kupferklumpen. Achso, das ist für Brennstoff. Haha. Oh Gott sei Dank können wir den einen Kupfer herstellen. Was habe ich denn noch gesagt? Oh Gott, ich vergesse immer alles, ne? Diese Bauteile, die elektronischen, davon habe ich eine Million. Das müsste safe sein. Ich glaube, eine wichtige Sache fehlt, ne? Eisenbarren. Aber das holen wir uns ganz schnell. Kann hier nichts zerlegen, nichts mehr. Boah, ist das hier alles einmal lochen, ey. Scheiß Fleisch. Gewicht ist super in der Tasche. Koch ins Gelände. Der Bär ist auf jeden Fall nicht umsonst gestorben. Einen ehrenhaften Bärentod. Hab ich viel Kohle dabei. Nicht mit der ganzen Kohle. Wünsche ich einen Wieler so viel Kohle. PayPal-Link in der Beschreibung. So, haben wir ganz, ganz, ganz schnell dahin gerannt. Ich weiß, wir haben Auto, aber da gibt es genug Eisenwerkzeuge, die wir zerlegen können. Ich nicht so ein Buffen. Das macht nur Durst. Was ist das nochmal? Hygiene. Hä? Achso, ja klar, wir haben uns ja gewaschen. Halt, eine Sache noch nicht vergessen. Damit wir das nicht nochmal machen müssen, oder ich. Es nervt nämlich so ein ganz kleines bisschen.
Wow. Alter. Gar kein Arm mehr, der arme Kerl. Was ist eigentlich der Kühlschrank? Ich bin die ganze Zeit mit dem Kühlschrank am Kämpfen. Wo ist der denn? Ist ja interessant an. Ist eine Batterie? Was war denn da den Kühlschrank? Da! Habe ich Blaupack vom Kühlschrank. Und die bessere Kochstation. Ab in der Bude rein damit. Wir müssen Ingenieurstufe 4. Ja, haben wir sogar. Ey, nein. Also zwei Kabel leeren. Also wenn wir die nicht zusammenkriegen gleich. Oder haben wir in den nächsten Folgen so einen Arsch voll Arbeit. Man wird eigentlich immer wieder geboren, oder was? Wow. Hör auf. Eine Infektion, ne? Hier war alles voll mit Werkzeugen. Mal. Ich nie mitgenommen habe. Alter, mach mir zumindest mir das jetzt nicht an. Wir haben das doch schon mal durchsucht. Warum? Muss ich das eigentlich nochmal durchsuchen? Noch mehr Kohle. Also wir haben hier tatsächlich alles mitgenommen, was es gibt. Und ich habe auch das Eisen jetzt zerlegt, wenn ich mich nicht täusche. Als ihr mir den Tipp gegeben habt. Eisenbarren. Ja, ich muss Messer equippen, ich weiß. Oh, ich kriege auch Eisenbarren, aber aus so einer Brechstange und so ein Ding müsste es ja wohl Eisen geben. Ein Barren. Zwei Barren. Lieber mehr als zu wenig. Oh, viel Pistolenmunition. Dann hält die Pistole gar nicht. Muss ich jetzt 10 holen oder wie viele hatte ich noch da? Ich weiß es nicht. Mein Alzheimer lässt wieder grüßen. Messer geben doch gar nichts. Messer brauche ich doch gar nicht zerlegen. Stahl, das war eine Stahlaxt? Spitzhacke? Ohne Witz? So nah? Doch. Habe ich zwar tonnenweise. Gewicht ist immer noch super. Für zwei Barren. Oh. Gamma. Ich weiß gar nicht, wie er mit dem Messer zerlegt, aber er kann's. Oh, wir müssen langsam Feierabend machen. Er wird langsam zeitig. Aber das hier war wirklich die Solar. Das war auch wieder Stahl. Naja, Stahl haben oder nicht, ne? Zerlegen wir das Ding noch. Geil, dass das so geht, ne? Ich habe keinen Bock für. Hier sind immer noch dieselben Dinger drin. Ich komme nicht über die Kante. Meine Fabriken fangen an zu laufen. Ich wette, es wird Nacht, wenn ich fertig bin.
Mit der Solaranlage. Das war so klar dann. Aber die Energie wird ja noch nirgends so weggefressen, ne? Die bleibt ja da. Boah, 16:11 Uhr. Ich bin heute den ganzen Tag am Rechner am Sitzen. Naja, ich muss morgen eh wieder arbeiten. So, eine Sache nicht vergessen, bevor wir das nach hinten losgeht. Gibt keinen optischen Grund, warum das Spiel abstürzt. Also ich wüsste nicht, warum. Vielleicht habt ihr was in der Fehlermeldung lesen können? Ich weiß es nicht. Pixie Werkstatt ist voller Malochen. Und die hier entwickelt sich zu einer Traumhaft. Vielleicht baue ich da nochmal eine Wand weg und nochmal einen extra Raum dran. Ne? Das kann sein. Das werfen wir erstmal die Teile rein, die ich habe. Okay, den einen. Also wir haben alles safe, Leute. Wir haben alles safe. Ich schaffe das tatsächlich in dieser Folge. Ich glaube das gar nicht. Das sieht immer nach so viel Material aus, aber liegt vor deiner Nase. Ich hab doch einen Kupfer her. Ja, den habe ich auch hier hergestellt. So, ganz entspannt. Keine Hektik. Ach komm, wir können rennen. Ich hab Hektik. Ich will's in Action haben. Ich will's anschließen an meine Batterien. Vielleicht geht das auch vom Dach dann in den Raum rein. Aber es muss nur eine gewisse Entfernung haben. Ah, verstehe. Da ist nämlich. Ah! Boah, wie genial! Mal ohne Witz, ne? Umso mehr Solarpanels. Das ist natürlich sehr groß. Warte mal, brauchen wir nur eins? Umso mehr Energie wird natürlich dann auch gespeichert, ne? Oder aufgenommen. Cool ist das denn gemacht? Also, man kann scheinbar überall versorgen. Was heißt das jetzt auch eins? Schon ein bisschen komisch. Aber wir dürfen die umbenennen. 02 speichern. Hoffe, die funktioniert im Winter auch. Aber Blödsinn, wenn keine. Ist ja, scheint ja auch Sonne im Winter. Ladequelle 02. Perfekt. Könnte auch da hinten das Ding verbinden? Das ist ja skurril. Naja, dann mal was reinkommt. 0-0. Wir brauchen hier noch keine Energie. Verbunden ist es. Eine schöne Batteriebank. Boah, da kommt aber echt nicht viel Energie, ne? Ist nicht gut. Ist echt nur im Sommer. Naja, werden wir im Verlauf sehen. Wir essen erstmal ein Stück Bär. Und legen den Typen mal eine Runde pennen. In 3 Stunden. Was war das? Ey. Achso, er speicherte gerade ab. Aber schön in der Nacht reingeschlafen. Super. Ja, natürlich muss hier auch Licht rein. Ist ja klar, jetzt hat die. Jetzt kriegt die natürlich richtig viel Strom nachts. Gut, geschlafen. Tür zu, damit es hier nicht so kalt drinne wird. Und ich sage Dankeschön fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Wird auf jeden Fall aufregend. Ist noch so viel zu lernen, wenn man das alles hier sieht.
sind wir schon in eine Solarenergie umgewechselt. Jetzt kommt noch hier diese ganze Kladderadatsch-Kacke. Ich wollte ja noch eigentlich das Ding hier fertig bauen. Habe ich vergessen. Oh, das muss ich noch fertig machen. Was fehlte denn da? Sorry, das haben wir ja schon mal gemacht. Das ist nur wegen Absturz. Hat nicht so geklappt, wie ich mir das gewünscht habe. Bauplan Kühlschrank. Was ist ein Solarpanel? Echt wenig, ne? Da hinten hatten wir auch noch welche liegen. Gar nicht fern. Also es passen insgesamt 9 Stück drauf. Sie sind aber groß. Weil ich noch gar nicht weiß, was mit diesem Boarding los ist. Empfindliche Teile. Wir hatten die auf jeden Fall da. Aua. Wir haben es ja schon mal gebaut, deswegen. Ich glaube, wir hatten dann 9. 1. Wo waren die anderen 9? Meine Gammelkiste? Ah. Wir hatten auf jeden Fall 9 Teile. Nein, hier sind nur Bücher drin. Wo waren denn die anderen 9 Teile jetzt? Ich hab's vergessen, Mann. Wie kann der. Achso, Hygiene. Ihr wartet. Wir hatten 9 Teile rumfliegen. Habe ich die denn? Das wollte Energie produzieren, mein Freund. Haben wir nur Kohle mitgenommen. Muss leider noch das hier versorgen. Habe ich denn die 9 Teile gerade hergehabt? Eine Tasche. Eine Tasche habe ich sie nicht. In irgendeinem Container habe ich sie nicht. Hier habe ich sie auch nicht. Aber es kann ja nicht durch den Absturz verschwinden. Das geht ja nicht. Drin habe ich ja nicht mein Lager. Nein. Ich hatte 9 empfindliche Teile. Und da habe ich gesagt, so scheiße, es fehlt eins. Hier kann keins drin sein. Ein bisschen Feuer an hier. Wo waren denn die 9 Scheißteile? Mir fällt es nicht mehr ein. Irgendwo ganz albern lagen die rum. Ziegel, Kabel. Haben wir die dafür gebraucht? Weiß ich nicht mehr. Kann ich auf der ganzen Map irgendwo was bauen und das macht für mich Energie, ist egal wo. Sorry Leute, ich bin ein bisschen verpeilt. Also ich hatte auf jeden Fall 9 Teile irgendwo rumfliegen. Nochmal. Mit dir? Zu wenig Sonnenlicht, ne? Aber wir haben es doch gebaut, oder bin ich jetzt Dulle? Nochmal Stahlbarren drin? Trauer. Trauer wegen Dummheit. Ein Teil. Dann habe ich auf Herstellen gedrückt und er hat es gemacht. Ne, der hat ja noch die beiden Stahlspitzhacken. Scheiße. Niemals so viel Zeugs, das ist das Problem.
Naja, vielleicht erinnert ihr mich ja dran. Den finde ich so geil. Naja. Dann. Affe zu. Klappe tot. 9 Teile. Ich weiß nicht, wo ich euch hingelegt hatte oder euch her hab. Bis zur nächsten Folge.